Ja, hallo und herzlich willkommen beim Malervlog. Heute zeige ich euch mal, wie man eine Raufaser fachgerecht tapeziert. Viel Spaß dabei. So, Rauffaserkleben ist heute angesagt. Damit habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Ist eine Sache, die wir selten tun. Ja, ich hoffe, ihr habt zuvor das Video geschaut, wie man eine Rauffaser richtig einkleistert und wie eine Kleistermaschine funktioniert. Und ja, eure Untergründe müssten auch gut vorbereitet sein für eine Rauffaser, so dass sie nachher tragfähig ist, weil eine Rauffaser ist eine Tapete, die draufkommt und auch erstmal drauf bleiben soll, damit sie mehrfach überstrichen werden kann. Das ist der Sinn und Zweck einer Rauffaser. Sie ist leicht auszubessern. Naja, und diffusionsfähig. Der einzige Nachteil drin ist, das sind diese kleinen Holzpartikel, die drin sind. Und das mag der Schimmelpilz. Ja, der Schimmelpilz zersetzt ja Holz oder Pilze allgemein zersetzen ja gerne Holz. Und so ist es auch bei der Rauffaser. Deswegen solltet ihr darauf achten, keine Rauffaser im Feuchtbereich zu kleben. Ja, da gibt es auch wieder Unterschiede. Man kann es bedingt machen und so weiter und so fort. Aber das würde jetzt ein bisschen zu tief führen. Also merkt euch, Rauffaser nicht in Feuchträumen kleben. So, ich habe meine Rauffaser hier schon zu eingekleistert. Das habt ihr auch gesehen, das Video. Was brauche ich jetzt? Ich brauche meinen Abreißspachtel und es gibt eine Tapezierbürste. Ja, das ist einfach eine Bürste, wo ihr die Blasen mit rausstreicht. Man kann es auch mit einer Tapezierrolle machen. Ich mache es aber allgemein immer gerne mit einer Bürste. Da hat man ein bisschen mehr Feingefühl. So, nicht lang schnacken. Jetzt wird tapeziert. Zum Kleben der Rauffaser. Nehmen wir uns erstmal eine Rauffaser. Und da wir die Vorbereitung gemacht haben, das Video habt ihr hoffentlich auch gesehen, wie man die Wände vorbereitet zum Rauffasertapezieren, haben wir eigentlich jetzt den besten Job der Welt, weil alles ist vorbereitet. Wir brauchen nur noch die Tapete nehmen. Da wir sie jetzt zu 3/4 und ungefähr 1/4 zurechtgerissen haben, lösen wir sie. Das heißt, wir lösen die oder wir fangen an, die Enden zu lösen, ziehen alles langsam runter, so dass ihr ungefähr sagen könnt, Mensch, jetzt kann ich sie runterrütteln, jetzt rüttel ich sie so ein bisschen runter. Und da wir ja Füchse sind, haben wir uns diesen Strich hier schon vorbereitet. Jetzt müsste, glaube ich, mal dichter kommen. Ne? Warte mal. Gut, zum Tapezieren der Rauffaser setzen wir einfach hier an den Strich an. Wir gehen jetzt hier ungefähr direkt am Strich bei. Das machen wir, haben wir bewusst gemacht. Seht ihr das? Ich glaube, das sieht man nicht so ganz. Ne? Aber ich kann mit einer Hand kann ich nicht tapezieren. Und streicht praktisch in der Mitte raus zum Rand hin. Das macht ihr alles komplett, noch braucht ihr kein Werkzeug und ihr modelliert die euch erstmal mit der Hand ran. Ja, setzt sie praktisch so ran. Da könnt ihr sehen. Und jetzt wird, glaube ich, auch deutlich, warum wir jetzt hier übergelackt haben. Ja, viele fragen sich schon, was dieses Brett soll, das weiß ich allerdings auch nicht, aber ich lasse es einfach mal hängen. Ihr seht jetzt, wenn ich jetzt hier Probleme habe, dass es schief ist, läuft das hier noch weiter und ich kann diese Schiefheit sozusagen ausloten. Ich bin hier direkt am Lot dran. Jetzt nehme ich mir meine Bürste und gehe von der Mitte aus raus und streiche von der Mitte her zu den Außenkanten hin. Das mache ich auch hier lang. So, dann gehe ich hier in die Mitte runter und merke irgendwann, irgendwas staubt da. So, was staubt denn da? Ach so, wir haben ja noch das 1/4 hier reingesetzt. Jetzt nehme ich mir das 1/4 Stück und setze den Kram einfach runter, ziehe in der Mitte durch, setze den Kram einfach nur ran. So, wenn ihr jetzt nochmal mit den Händen rüber geht, dann solltet ihr sozusagen keine Blasen mehr fühlen. Wenn der Blasen noch da sind, streicht ihr die einfach raus. Zum Reißen der Rauffaser. Unteren Bereich brauche ich jetzt nicht zu reißen, weil da werden nachher später nochmal Fußleisten gemacht und zwar ziemlich große. Deswegen ist es vollkommen ausreichend. Zum Reißen der Rauffaser. Setze den Spachtel einfach ran, ganz in die Ecke
und zieht einfach nur zum Spachtel hin. Seht ihr das? Kann man das sehen? Nee, kann man nicht sehen. Gut, ich habe da noch so eine hässliche Fuge, aber das nützt es. Immer schön reindrücken hier den Kram. Mit der Rauffaser könnt ihr nichts verkehrt machen. Ihr müsst sie so ein bisschen wie so eine kleine Diva mal anfassen. Das ist aber ganz normal. Und ihr könnt die auch so einmal einreißen hier. Nein, das kann man nicht sehen jetzt. Ne? Warte mal. Ihr könnt die auch so einmal einreißen. Das wäre auch möglich. Dann geht ihr so ran, streicht den Kram runter und dann habt ihr hier sozusagen den Kram. So, dann reißt ihr jetzt einfach ganz runter, so wie ihr es haben wollt. Immer zum Spachtel so hin. Immer so hin. Immer so zum Spachtel hin. Und da macht ihr ein bisschen die Übung draus. So. Danach geht ihr nochmal mit der Hand runter, streichelt sie nochmal sozusagen fest. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis der Rauffaserkleberei. Ihr zieht die wieder ab. Ihr könnt auch in der Wand halten. Und jetzt setze ich sie einfach mal hier unten an. Nur einmal zur Demonstration. Ihr nehmt jetzt die Rauffaser, haltet das Stück übertrieben ab und setzt die einfach nur hier so schräg ran. Ja, und die wird auf Stoß geklebt. So. Und geht einfach nur gerade runter, so dass ihr die schön kleben könnt. Habt ihr es gesehen? Ich glaube ja, ne? Da geht ihr richtig schön bei, dass ihr dann schön eng die Sachen habt. Und danach streicht ihr sie einfach so raus, nach oben, und versucht jetzt so die ganzen Falten und Blasen wegzukriegen. Und dann geht es Schritt für Schritt runter. Ich muss die jetzt aber ein bisschen höher setzen, weil sonst sieht das nachher behindert aus, dass ich jetzt hier unten eine halbe Wand nur tapeziert habe oder eine halbe Bahn. So, dann ziehe ich sie kurz wieder runter, setze sie jetzt hier oben an. Ich gehe aber absichtlich einen Tick tiefer, weil ich die eigentlich tiefer tapezieren wollte. So, dann gehen wir jetzt hier bei. Und jetzt bemerke ich gerade, dass wir hier wenig Kleber unter haben oder Kleister unter haben. Das macht aber nichts. So, wir brauchen noch mal so, dann geht ihr jetzt bei, und ich nenne es immer Nahtpflege. Das heißt, ich gehe immer bei und achte drauf. Das Dunkle, was ihr jetzt seht, das ist der Bleistiftstrich. Das hat immer Vor- und Nachteile. Geht jetzt praktisch bei und fummelt die Rauffaser praktisch schön dran. Das kann man jetzt vielleicht auch mit einer Hand machen. Diese Sachen hier, die nehmen wir dann raus. Um mit einer Hand hier zu machen. Seht ihr das? Und streicht den Kram einfach nach links raus. Bisschen umständlich ist das mit der Kamera, aber ich versuche euch so viel wie möglich zu zeigen. Wenn ihr jetzt solche Situationen habt, wo das jetzt so aussieht, dann nehmt ihr die einfach und löst sie nochmal so einen Tick und lasst die gerade runterfallen. Und wie gesagt, immer Schritt für Schritt bei, immer dicht dran setzen. Die Rauffaser könnt ihr ruhig ein bisschen rüberstreicheln. Also wir machen heute nichts anderes als Rauffaserstreichen. Dann geht ihr einfach runter und streicht den Kram praktisch jetzt so schön aus. So, wenn das mal nicht passt, dann haue ich immer so drauf, das geht immer ein Tick rüber. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Eigentlich, ja, top. Für den unteren Bereich genau das gleiche, zieht ihr die wieder ab. Geht praktisch ran, fummelt die dort ran. Wenn das mal nicht passt, könnt ihr es einfach rüberhauen. Und jetzt bringe ich euch schon den ersten Trick bei. Beine Rauffaser tapezieren kennen noch nicht mal alle Profis. Also wenn ich mal mit Kollegen zusammenarbeite, die machen das teilweise auch nicht. Dann denke ich immer, mein Gott, entwickelt euch doch mal weiter. Ihr könnt auch diese Bahn hier rüber drücken, wenn es nicht ganz passt mit der Naht. Vorteil ist, diese Bahn ist schon einen Tick länger angezogen. Das heißt, sie hat schon mehr Flüssigkeit verloren oder Feuchtigkeit verloren. Ja, das ist der Trick. So, und damit haben wir schon die zweite Bahn dran. So, weiter geht's mit der dritten Bahn. Ihr seht, einfach aufklappen. Das eine Ende. Könnt ihr langsam runterfahren und auch so runterziehen.
gebe ich wieder bei. Achte zuerst drauf, dass geht es mal einen Tick tiefer hier runter und geht praktisch bei und guckt, dass die Naht schön dicht dran ist. So, und ich sehe, ich halte das immer noch hoch hier. Ich mache jetzt erst nur das Stück, mache ich erst dran. Das Stück, das ganze Stück. So, und wenn ich dann mal meine, dass ich weitergehen muss, dann kann ich jetzt die ganze Zeit das so machen und gehe jetzt immer weiter zur linken Seite rüber. Seht ihr das? So, und hier gehe ich wieder immer rechts. Was ihr nicht machen dürft, ist jetzt hier links machen. Dann habt ihr hier nachher was drüber. Das heißt, ihr müsst immer praktisch von der einen Seite zur anderen rüber gehen. So, und dann geht ihr nochmal durch. Leichten Druck ausüben, weil wenn ihr keinen Druck ausübt, kriegt ihr die Blase nicht raus. Wenn ihr jetzt nur so rüber streichelt, bringt das nichts. Ihr müsst da wirklich ein bisschen Gummi geben. Solltet ihr einmal so ein Problem haben hier, so ein Problem. Könnt ihr das sehen? So ein Problem haben, weil ihr mit der Rolle zu stark dagegen geknallt seid. Seht ihr das? Kein Problem, nehmt das wieder hoch, guckt, ob da was hinter ist, streicht den Kran wieder ran. Seht ihr das? Nachdem das gestrichen wird, sieht das kein Mensch. So, Tipp Nummer 2. Hier rieselt das, Tipps und Tricks. So, weiter geht's. Nach unten, übrigens mein Lieblingswort ist so. Dann nehmt ihr es wieder hoch. Jetzt kommen wir nämlich schon in den kritischen Bereich rein, wo das nicht optimal vorgearbeitet ist. Und geht jetzt einfach hier runter. Und streicht praktisch jetzt hier runter. Wunder the best. Wir haben jetzt die letzte Bahn, die auch ziemlich interessant ist, weil wir jetzt hier hinten gegenstoßen. Oh Junge, 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 ich hasse diese scheiß Stromkabel hier. Womit wir YouTuber uns immer rumschlagen müssen, das ist echt Wahnsinn. So, letzte Bahn, jetzt haben wir natürlich hier was im Weg. Wir ziehen die erstmal wieder wie gewohnt runter, die Bahn. Wenn das hier oben einreißt, ist auch nicht schlimm, ist mir eben auch passiert. Je länger die weicht, desto weicher wird sie auch. Ne? Also, die auch nicht vergessen, müssen sie ein bisschen feiner betatschen. Jetzt geht ihr hier hoch, haltet das immer noch ab und müsst jetzt natürlich aufpassen, weil ich tick tiefer wieder. So, Moment, mal ab hier. So, dann geht ihr wieder ran. Wenn das wieder nicht passt, dann geht ihr die einmal wieder so hoch und geht einfach so ran und tüdelt den Kram einfach hier so ran. Ich mache wieder nur den kleinen Streifen hier, seht ihr das? Hier den kleinen Streifen, der ist fertig. Jetzt kann ich auch mit der Hand hier weitergehen. Und wenn das mal irgendwo einen Pfeifen geben sollte, immer anheben den Kram. Immer anheben, jetzt geht ihr hier rein. Hier müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein in den Ecken. Da dürft ihr nicht zu stark drücken. Ich hole mal ein bisschen dichter ran. Da geht ihr so ein bisschen mit Fingergespitzengefühl ran. So, da wird sie in dem Bereich, wo wir fertig sind, rangefriemelt und immer schön zu der Ecke hin streichen. Wenn ihr mal seht, dass was rübergelappt ist hier, ist auch kein Thema. Das könnt ihr eigentlich ziemlich gut wegmachen. Ja, dann müsst ihr nochmal zurück. Jetzt. Oh, da muss ich mir echt was einfallen lassen hier. Gut, weiter runter. Und hopp, einfach randrücken. So, an dieser Ecke gehen wir genauso vor wie mit der anderen Ecke. Da kommt man wieder ran hier. Und nach oben. Guckt mal richtig nach oben. Gehen jetzt einfach hier so ran. Nimm diesen Fitzel und reißen. Ich reiße jetzt nach da. Einfach hin 90 oder einfach senkrecht den Spachtel entgegen. Und
schön den Spachtel hier in der Ecke reindrücken und dann klappt das auch. Falls euch das Reißen nicht so viel, wo seid ihr denn jetzt? So, wenn euch das Reißen nicht so viel Spaß macht oder dass ihr das nicht könnt, ihr das irgendwie nicht hinbekommt, also es bekommt irgendwann jeder hin, dann nehmt euch einfach einen Bleistift und macht einfach hier so einen Strich runter und schneidet das einfach mit der Schere aus. Ja? Nachteil ist daran, ihr habt dann nachher eine gerade Kante und gerade Kanten sieht man bei der Raufaser, deswegen ist es eigentlich immer empfehlenswert zu reißen. So, wir reißen weiter. Bis wir gleich unten sind. Wenn ich an der Wand fertig tapeziert habe, gehe ich nochmal bei und kontrolliere nochmal die Nähte. Das heißt, ich gehe einfach nochmal hier runter und überprüfe das. Wichtig ist beim Raufaser oder allgemein beim Tapezieren, vermeidet Zugluft. Ja, Zugluft würde jetzt, also das heißt, wenn ihr jetzt da hinten ein Fenster auf habt, da ein Fenster auf habt, ihr dürft eine Klappe aufhaben, wenn es nicht zu kalt wird. Gerade bei Fensterleibung, die dürfen nicht so sehr stark auskühlen. Ja? Gleiche Temperatur für den Raum am besten sorgen. Oder am nächsten Tag dann ordentlich lüften. Keine Zugluft, das bedeutet, diese Zugluft würde jetzt sozusagen, dieser Windhauch würde rübergehen und zu viel Feuchtigkeit wegtransportieren, würde im Prinzip nachher in diesem Bereich hier die Raufaser zu schnell trocknen lassen, was bezwecken würde, dass die Naht einmal aufplatzt und ja, es scheiße aussieht. Ja. Ja, so klebt man eine Raufaser fachgerecht. Ihr seht, kein Hexenwerk, kann eigentlich jeder. Raufaser verzeiht ziemlich viel. Ich habe jetzt noch eine Bahn übrig, da zeige ich euch jetzt gleich, wie man diese Ecke tapeziert. Ja, jetzt kommen wir hier zur Creme de la Creme. Vom Prinzip her nichts anderes als das andere. Ihr reißt den hier Kram wieder ab. Eine Ecke, eine Außenecke tapezieren ist eigentlich recht simpel. Ihr nehmt einfach nur die Bahn, müsst ihr gucken, dass die Ecke gerade ist, setzt diese rein. Ich überlappe sie immer so einen ganz kleinen Tick, also zur anderen rüber. Muss mal gucken, dass man einigermaßen gerade kommt. Ja, so. Und fange erst an, das gesamte Spiel von oben bis unten runter zu machen. So, zurück. Seht ihr das? Genau, dann gehen wir das nach unten. Wir ziehen sie einfach runter. Ich mache die unten jetzt auch schon auf, so dass ihr das praktisch alles gut sehen könnt. Hoffe ich, dass ihr das alles gut sehen könnt. So. So, wenn ihr das fertig habt, wenn ihr sie einmal von oben nach unten runtergezogen habt, dann bügelt ihr sie am besten hier schon an. Schön in die Ecken reingehen, schön wegbügeln alles. Ich hefte sie mir immer einmal so einmal ringsrum an. So, jetzt haben wir natürlich hier auch teilweise, weil das natürlich schief ist, alles so kleine Falten drin. War auch nicht mal das schlimm. Oben würde ich das jetzt schon mal, also hier wäre jetzt eigentlich die Decke, das ganz leicht einreißen. Dann habt ihr die Spannung daraus genommen. So. Geht gleich weiter. Und jetzt sieht man auch schon die Unebenheiten, die durch die Raufaser durchkommen. Das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Hier wird nichts verheimlicht. Zum Rumkleben der Ecke löst ihr euch die wieder hier und fangt jetzt praktisch an, sie in kleinen Schritten rumzulegen. Hand drauf, mit dem Daumen wische ich da immer einmal rüber. So mache ich das. So, da die Ecke schief ist und ich das schon weiß, jetzt kann ich hier rüber gehen und praktisch alles Verbleibende, als wenn man sich als Frau so einen Zopf bindet, stelle ich mir das jetzt gerade vor, und ziehe mir das jetzt alles einfach mal so schön hier oben rüber. Oh, sieht das toll aus. So, das gleiche mache ich hier unten auch. Ich gehe hier vorbei, kann jetzt hier praktisch alles runterziehen. Wichtig ist, dass wir hier nachher keine Blasen unter haben. Man kann es auch gleich schon anbügeln hier oben.
Also anbügeln heißt mit dem Tapezier, mit der Kleister, nach, wie heißt das Ding hier nochmal, Tapezierbürste rübergehen und das schön ausmodellieren. So, unteren Bereich, da nehme ich euch jetzt auch mal mit nach unten, bekomme ich jetzt schon Probleme, das sehe ich jetzt schon. Und zwar insofern, ich versuche jetzt mal mit einer Hand weiterzumachen. Die Kamera. So, ich gehe jetzt einmal hier rüber. Die ist ja hier sozusagen rangefriemelt und streiche jetzt, drücke jetzt mit meinen Handballen die Tapete rüber. Ihr seht, dass ich hier so eine Welle mache. Ne? So, hier seht ihr jetzt auch die Unebenheiten. Das sieht man jetzt richtig schön. So, und das mache ich jetzt einfach bis hinten ran. Und wenn ich hinten angekommen bin, habe ich sozusagen gewonnen. So. Dann geht ihr jetzt einfach bei und friemelt den Kram raus. So, jetzt zeige ich euch noch was. Jetzt habe ich hier nämlich so schöne Falten drin. Diese Falten hat man häufig dabei, ja, wenn man unten und oben anfängt, dann kommen diese Falten meistens. Deswegen zieht ihr das einfach nochmal ab, die Geschichte, und bügelt sie praktisch einmal richtig ran. Ne? Jetzt habe ich euch die Falten auch einmal gezeigt. Wie ich das schon sagte, einfach mal so runter und dann geht ihr weiter. Dann fangt ihr erst oben an und geht runter. Seht ihr das? Oben. Und wenn noch mal ein bisschen was kaputt geht an der Raufe, ist überhaupt nicht schlimm. Die wird ja gestrichen. Ne? So. Und dann geht ihr einfach ran und bügelt den Kram einfach nur ran. Und jetzt seht ihr gleich, wo die ganzen Macken sind. Ich hoffe, man sieht es. Ihr seht hier unten, da ist die Spachtelmasse weggesackt. Hier ist die Spachtelmasse weggesackt. Und wenn ihr euch jetzt mal als Vergleich hier die ganze Ecke, wo die Spachtelmasse rausgekratzt hat, jetzt seht ihr mal im Gegenzug hier oben die Ecke, die hier geschliffen ist. Die ist eigentlich so, ist sie eigentlich perfekt. So würde ich das sozusagen gerne haben wollen. Wenn ihr jetzt hier noch irgendwelche Falten drin habt, die könnt ihr jetzt noch wegziehen hier. Die kommen auch, weil ihr jetzt hier natürlich Unebenheiten habt. Da kommen natürlich hier unten auch Falten rein. Das kann man nichts gegen machen. Die kann man höchstens auftrennen. Solltet ihr einmal ein bisschen besser oder ein bisschen größere Probleme haben, dann kann man das auch wie folgt machen. Ihr nehmt euch einfach die Rauffaser, wie hier zum Beispiel die hier. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Jetzt mache ich das mal mit einer Hand und reißt euch die Rauffaser einfach so ein, bügelt jetzt die Falten raus und zieht das einfach wieder oben drüber. Ja, ist alles machbar. Ihr könnt mit der Rauffaser eigentlich fast alles machen, was ihr wollt. Aber wie gesagt, es darf natürlich nachher nicht sichtbar sein. Und ich habe euch jetzt so einige Möglichkeiten gezeigt, wie ich es mache. So, jetzt müssen wir noch die Kanten reißen und dann werden wir fertig. Meine lieben Leute, das soll es gewesen sein. Rauffaser tapezieren, Wände und Außenecken so ähnlich macht, oder so macht ihr eigentlich auch eine Fensterleibung, dass ihr dann einfach das hier macht. Wichtig ist, dass hier keine Blasen sind und hier keine Blasen entstehen, dass ihr sie wirklich runterbügelt, wenn ihr so rüber geht. Benutzt eure Hände. Ich hätte teilweise jetzt nur eine Hand für diese Rauffaser, aber ihr seht, Vorarbeiten sind alles. Ihr geht zum Schluss noch mal hier natürlich rein, wenn ihr gerissen habt, und könnt noch eventuell gegebenenfalls was korrigieren. Ja, hier seht ihr das jetzt noch mal. Hier kommen natürlich jetzt Blasen, weil hier natürlich Fehlstellen sind. Seht ihr, hier sind überall Fehlstellen. Das passiert, wenn man den Untergrund nicht richtig vorarbeitet und wir zu tiefe Vertiefung haben. Also ab hier geht es sozusagen los mit den Vertiefungen. Und dann sieht das ganze Ergebnis jetzt schon durch diese Ecke scheiße aus. Ne? Hier oben ist das alles gut, top. So soll es sein. Ne? Alles Pico, Chico oder wie man das nennt. Und hier unten ist Murz. So. Ja, jetzt habe ich euch gezeigt, wie man Rauffaser, wenn ihr die Struktur beschädigt, ausbessert. Das war dieses Beispiel hier. Könnt ihr einfach wieder ranbacken. Wenn die Tapete oben einreißt, könnt ihr jetzt einfach wieder ranbacken. Das Stück schneiden wir morgen mit dem Cuttermesser weg, wenn das trocken ist. Und
Da geht ihr einfach mit der Klinge rüber und pult es dann nachher einfach weg. Also das ist kein großes Geheimnis. Also ich habe da keine besonderen Tricks. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn euch das gefallen hat, einen Daumen nach oben. Wenn nicht, kann ich euch auch nicht helfen. Dann gucke ich was anders. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und mit mir, ja, vielleicht diese Rauffaser streicht. Mal sehen. Ich lasse mir noch was einfallen. Bis dann.